Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV. Wir sind schon wieder da, ja, es gibt ja auch was zu berichten. Heute Mittwoch, 7. April, wir waren gerade bei der Stadt Aurich, da war die Pressekonferenz zur Modellregion und jetzt hat man also dann mal genau erläutert seitens der Stadt, wie das funktionieren soll. Gibt zwar noch im Detail so ein paar unbeantwortete Fragen, aber wir fangen mal damit an. Zunächst erstmal muss das ganze Projekt nächste Woche am Montag durch den Verwaltungsausschuss, weil die Politik zwingend mit eingebunden werden muss. Das sagte Bürgermeister Horst Fellermann gerade nochmal. Also es kann auch durchaus theoretisch passieren, dass der Verwaltungsausschuss nächste Woche Montag sagt, nö, wollen wir nicht, keine Modellregion, dann ist das Ganze abgeblasen. Es ist nicht davon auszugehen, aber nichtsdestotrotz muss diese Hürde noch genommen werden. Losgehen soll es am 15. oder 16.04. und zwar analog mit der Stadt Norden, die ja auch Modellgebiet sind. Wir haben ja im Landkreis Aurich zwei Städte, für die, die nicht aus Aurich kommen, also Aurich und Norden sind der Landkreis Aurich und da hat man sich abgestimmt. Das ganze Projekt dauert 3 Wochen und dann wird man sehen, wie weit hat das oder hat es was gebracht, wie, wann, wo. Das wird dann statistisch alles ausgewertet. Jetzt aber des Pudels Kern. Wie funktioniert das Ganze? Also, wenn ich an dem Modell teilnehmen will, dann muss ich mich zwangsläufig testen lassen und ich muss diese Luca-App auf dem Handy haben, damit ich dann in den Geschäften, in denen ich einkaufen möchte, mich einwählen kann und entsprechend dort registriert bin. Ich muss dann dort am Eingang das negative Testergebnis, das ich auf dem Handy habe, vorzeigen. Die Geschäftsinhaber sind verpflichtet, dieses negative Testergebnis zu kontrollieren. Das ist ganz wichtig. Wer kein Smartphone hat, ist aus der Nummer raus. Ja, das wurde gerade noch mal ganz deutlich auch von uns hinterfragt. Also, wer kein Smartphone besitzt und damit auch keine E-Mail-Adresse und keine Luca-App laden kann, kann an diesen Modellversuchen nicht teilnehmen und ist also raus. Die Geschäfte, die an diesem Modell teilnehmen, müssen sich bei der Stadt Aurich registrieren und anmelden und müssen dann auch unterschreiben, dass sie auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten, etc. pp. Das müssen die ja sonst auch. Und dann werden diese Geschäfte, die entsprechend teilnehmen, mit großen Plakaten beschildert. Das hat die Stadt Aurich gerade auch nochmal gesagt. Da werden dann in die Schaufenster entsprechende Aushänge gemacht. So, der Casus Knactus an der Geschichte, ich muss mich als Geschäftsinhaber jetzt erstmal entscheiden, an welcher Systemwelt will ich überhaupt teilnehmen. Bleibe ich beim jetzigen Click and Meet oder Click and Collect oder will ich in diesen Modellversuch hinein? Beides geht nicht. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich so weitermache wie bisher oder ob ich an diesem Modell teilnehme. Ich muss mich anmelden, muss mich registrieren, habe ich gerade gesagt. Ich kann nicht mischen. Also das ist ganz wichtig. Man kann, und das will man auch nicht, getestete und ungetestete Personen in den Geschäften vermischen. Die können zwar gemeinsam durch die Fußgängerzone laufen, aber wie gesagt, sie können nicht dann gemeinsam sich in Geschäften begegnen. Es gibt eine Vielzahl von Testzentren in einigen Apotheken. Wir blenden mal diese Auflistung hier ein. Ich erspare mir das, die vorzulesen. Wir lassen die einen Augenblick stehen. Diese Auflistung. Wichtig ist, es wird ein Testzentrum in der Markthalle geben. Da kann man sich dann schnell testen lassen, beziehungsweise täglich dann testen lassen. Wichtig auch, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte, die an diesem Modellversuch teilnehmen, müssen sich zwingend jeden Tag testen. Also da kann man nicht sagen, ich will mich nicht testen lassen. Das ist also ein Testzwang für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den teilnehmenden Geschäften arbeiten. Bürgermeister Fellermann sagte gerade noch mal ganz deutlich, da ist auch einiges mit der heißen Nadel gestrickt worden, weil man selber sehr überrascht gewesen ist, dass man sich im Grunde beworben hat und hat 2 Tage später schon die Zusage des Landes bekommen und fängt natürlich jetzt erstmal an, sich da richtig drauf vorzubereiten. Es waren auch ein paar Mitarbeiter des Landkreises da, die sind ja auch ganz eng involviert. Was bringt mir
diese Modellregion, man kann dann wieder in Museen, in die Kultur, man kann in die Außengastronomie, nur Außengastronomie, ganz wichtig, also ich kann nicht im Restaurant essen, ich kann nur in die Außengastronomie und wie Bürgermeister Feddermann gerade noch bestätigte, er hat also mit dem Kinobetreiber, mit Frau Muckli telefoniert und Frau Muckli hat zwar prinzipiell Interesse geäußert, aber sich noch nicht erklärt, in welche Richtung sie geht. Das muss man natürlich auch mal erstmal sich überlegen. Rechnet sich das überhaupt für mich oder rechnet sich das nicht? Oder habe ich wenn ich nur 25% des Kinos besetzen kann, rechnet sich's wahrscheinlich nicht. Ja, was ist noch? Ganz wichtig darauf wies der Landkreis nochmal hin. Sollte die Inzidenz in 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 200 gehen, dann wird auch dieser Modellversuch sofort abgebrochen. Also es heißt, wie gesagt, hohe Inzidenz in Folge ist auch dieses Modell sofort beendet. Wichtig auch noch, wenn die Inzidenz über 100 ist, ist Click and Meet auch schon wieder Geschichte. Ist alles ein riesen Regelwirrwarr. Click and Meet bis zur Inzidenz von 100. Aber die Geschäftsleute könnten sich dann, wenn sie wollen, auch noch anmelden für dieses Modellprojekt. Das geht also auch, das sagte Johann Strohmann gerade noch, dass man dann auch nochmal nachträglich auf dieses Pferd aufsatteln könnte. Ja, wir hatten gesagt, Außengastronomie, dann nochmal ganz wichtig. Im Norden hat man das Thema anders gelöst. Im Norden macht man das mit so einem Armbändchen. Das heißt, da können dann auch die älteren Menschen an diesem Projekt letztlich teilnehmen. In Aurich, wie gesagt, wenn man kein Smartphone hat, dann ist man aus der Nummer raus. Und wichtig ist nochmal das Gebiet, um das es sich handelt. Da, das ist natürlich die gesamte Innenstadt. Und dazu Erweiterung in Sachen Karolinenhof. Der Karolinenhof ist also dabei bei dem Projekt oder dem Projektgebiet. Ebenso wie die Sparkassenarena, das Kinoareal und das angrenzende Don Aroma, das ist dann auch dabei. Aber wie gesagt, wir reden nur über Außengastronomie und ich finde, das Ganze ist ein wahnsinniges Regelungswirrwarr. Da muss man erstmal durchsteigen, weil erstmal sich jeder Geschäftsinhaber entscheiden muss, welches Modell wähle ich denn. Ich kann nicht beide wählen, ich kann sie nicht vermischen, ich muss jetzt das eine oder ich muss das andere. Das Ordnungsamt, ja, die Damen und Herren um Helmut Lücht von der Stadt Aurich sind aufgestockt worden, extra für dieses Modellprojekt, damit auch entsprechend das Ordnungsamt weiter gucken kann und kontrollieren kann. Abstand und Maske muss zwingend natürlich getragen werden, egal wo und egal wann, auch in diesem Testgebiet, in diesem Projektgebiet ist zwangsläufig wichtig, dass man entsprechend ausstaffiert ist. Ja, was haben wir noch? Wichtig, man muss sich also seitens der Geschäfte und der Geschäftsinhaber bei der Stadt Aurich melden. Also das ist eine Sache, die funktioniert so rum, dass sich Geschäftsleute da melden. Also die Stadt Aurich wird zwar nochmal darauf hinweisen, natürlich auch über Presse und auch über uns, dass man hier also sich bitte melden muss. Telefonnummer für alle, die nicht schnell nachgucken wollen, 120 und dann einfach weiterverbinden lassen. Ich weiß nicht, wer es da bearbeitet, aber da muss man ein Formular ausfüllen, erklären. Ausfüllen und so weiter und so weiter. Ja, das ist es also jetzt mal ganz schnell als aktuelles Update. Es wird also ich will nicht sagen Zweiklassengesellschaft, obwohl es das ist. Letztlich kann ich mir, indem ich mich testen lasse und die Luca-App laden, kann ich mir wieder die Rechte erkaufen, die man mir eigentlich ohne grundgesetzliche Verankerung schon lange weggenommen hat. Ich finde das doll, dass man es jetzt dann so machen muss. Lieber Bürger, wenn du das und das tust, dann geben wir dir 1, 2, 3 winzig kleine Grundrechtlein wieder. Okay, das ist eben so, man kann darüber halten, was man will, soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Uns ging es jetzt nur darum, etwas Präzision zu schaffen. Wir wurden von vielen Kaufleuten angesprochen. Wie ist denn das überhaupt? Was muss ich tun? Was muss ich nicht tun? Liebe Kaufleute, ihr müsst euch jetzt erstmal entscheiden, ob ihr weiter bei eurem Click and Collect und Click and Meet bleibt. Dann bleibt alles so wie jetzt auch. Oder
ihr wollt, wie gesagt, dann an diesem Modellversuch teilnehmen. Das heißt, eure Mitarbeiter und ihr selber müsst euch jeden Tag zwangsläufig testen lassen. Ihr dürft nur noch die ins Geschäft lassen, die an diesem Modellversuch teilnehmen. Ihr müsst kontrollieren zwangsläufig, ob die Leute einen negativen Test nachweisen können und, und. Ich bin mal sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall für euch am Ball, wenn das am 15. oder 16. losgeht. Wir gucken mal, in wie viel Aurecher Geschäften diese Plakate hängen werden, nach dem Motto, ich bin dabei oder wie auch immer die aussehen. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich glaube, das Ganze führt zu einem völligen Durcheinander und die Bürgerinnen und Bürger sind, glaube ich, nicht bereit, wenn sie bei der Eisdiele nur mal draußen vielleicht einen Kaffee trinken wollen, dieses ganze Testszenario zu machen und so weiter. Wird übrigens vom Land bezahlt, also die Tests sind kostenlos, dass man dann diesen Aufwand betreibt. Ich glaube es nicht. So, ihr seht, hier in Aurich ist ganz schlechtes Wetter. Wir haben dauernd Regenschauer, dauernd Schneeschauer und der Jürgen kriegt einen lahmen Arm, weil der ist heute ohne Stativ unterwegs, weil ich gesagt habe, Junge, reiß doch mal mit kleinem Gepäck. Ich hoffe, wir kriegen das alles so auf die Reihe. Der Akku vom Mikrofon ist geladen worden, Ton ist wieder besser. Ja, da hat Jürgen auch schon den Anschluss des Tages kassiert, weil er ist für die Technik verantwortlich. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern von den ganzen Verrückten dieser Welt. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ciao, tschüss.